Eine Schuld von 30.000 Euro ist nach 10 Jahren fällig. Der Schuldner bezahlt jedoch schon nach 2 Jahren 10.000 Euro, nach 5 Jahren 8.000 Euro und den Rest roh nach 9 Jahren. Frage: Wie groß ist dieser Restbetrag roh, wenn 1,5% Jahreszinsen, Zinseszinsen, gerechnet werden? Zu Zinseszinsen können wir natürlich diese Formeln einsetzen, aber schreiben wir zuerst alles auf, was angegeben wird und was gefragt wird. Angegeben wird die gesamte Anzahl Jahre, also klein n ist gleich 10. Angegeben wird auch der Prozentsatz der Zinsen, also klein p ist 1,5. Und angegeben wird das Endkapital, diese 30.000 Euro nach den 10 Jahren. C10 ist also 30.000 Euro. Wir haben hier ein erstes Startkapital, 10.000 Euro, das nach 2 Jahren eingezahlt wird. Von 2 bis 10 Jahren bleiben 8 Jahre. Also ein erstes Startkapital C01 beträgt 10.000 Euro und die Zinsen werden während 8 Jahren berechnet. Hier haben wir ein zweites Startkapital, diese 8.000 Euro, die nach 5 Jahren eingezahlt werden. Von 5 bis 10 bleiben 5 Jahre, also auf dieses zweite Startkapital, diese 8.000 Euro, werden Zinsen berechnet während 5 Jahren. Das dritte Startkapital, das hier roh heißt, das wird im 9. Jahr bezahlt und von 9 bis 10 bleibt nur ein Jahr. Also dieses dritte Startkapital, roh genannt, das wir hier suchen, wird während einem Jahr verzinst. Berechnen wir zuerst den Zinsfaktor Q. Q ist gleich zu 1 plus P pro Cent. 1 plus 1,5 Hundertstel, das macht 1,015. Jetzt werden wir diese Formel einsetzen, und zwar dreimal. Schauen wir für das erste Startkapital. Das Endkapital zu diesem ersten Startkapital ist gleich zu diesem Startkapital C01 mal Zinsfaktor Q hoch N1, also hoch 8. Für das zweite Startkapital genau dasselbe. Das Endkapital zu diesem zweiten Startkapital, das wird berechnet durch dieses zweite Startkapital, also 8.000, mal Q hoch Anzahl Jahre N2 gleich 5. Und dasselbe für das dritte Startkapital. Und somit kommen wir auf diese Rechnung, das Endkapital, diese 30.000 Euro, das ist dieses erste Startkapital mal Q hoch 8 plus dieses zweite Startkapital mal Q hoch 5 plus dieses dritte Startkapital mal Q hoch 1. Hier drin ersetzen wir C10 durch 30.000, C01 durch 10.000, Q da, da und da durch 1,015. C02 ersetzen wir durch 8.000 und C03 ersetzen wir durch Rho. Und so stoßen wir auf diese Gleichung, Gleichung, die nur eine einzige Unbekannte hat, diese Zahl Rho. Dieses Produkt nehmen wir rechts weg, setzen es links vom Ist-Zeichen, wo es mit Minus versehen wird. Genau dasselbe für dieses Produkt. Wir setzen das links rüber, da wird es dann mit Minus versehen. Und dann können wir noch durch den Zinsfaktor 1,015 teilen. Und somit werden wir Rho durch diese Rechnung finden können. Wir geben dem Taschenrechner diese Rechnung auf. Also Bruch 30.000 minus 10.000 mal 1,015 hoch 8. Jetzt einmal Kursortaste nach rechts
um die Hochzahl zu verlassen, dann minus 8.000 mal 1,015 hoch 5, einmal Kursortaste nach rechts, um den Exponenten zu verlassen, und jetzt einmal Kursortaste nach unten, um zum Nenner zu gelangen. Dieser Nenner ist 1,015. Ist, der Taschenrechner findet 9.967,29. Wir übertragen diese Antwort hierhin. Und so haben wir diesen Restbetrag gefunden, der nach 9 Jahren noch zu bezahlen ist. Die Aufgabe ist beendet.